Hallo Angelika, es ist schön, dich heute hier zu sehen. Wie oft bist du schon hier gewesen? Bestimmt schon 8 bis 10 Mal. Was bewegt dich eigentlich, immer wieder hier hinzukommen? Also es ist ja nicht so, dass es alles immer nur wunderbar ist. Ne? Also ich meine, gleich werden wir ja sehen, was wieder auf uns zukommt mit den Gegendemos. Was meinst du? Warum bist du immer wieder hier? Also am Anfang war ich gar nicht so überzeugt davon, dass das wichtig ist, hier teilzunehmen, und bin mit einem ziemlichen Widerwillen tatsächlich beim ersten Mal mit dazu gekommen und habe dann aber gemerkt, das ist eine gute Aktion, um einfach gesellschaftlich zu zeigen, wie wichtig es ist, für den Lebensschutz einzustehen, um der Gesellschaft, um auch den Politikern und den Medien zu zeigen, es gibt Leute, die sind für den Lebensschutz, sie sind dafür, dass auch Ungeborene das Recht haben zu leben und dass man den Schwangeren in Not helfen muss und sie nicht mit der Entscheidung einer nicht beabsichtigten Schwangerschaft oder irgendwelchen sonstigen Nöten alleine lassen darf. Du arbeitest ja mittlerweile auch in der Schwangerschaftsberatung. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? Es ist eine sehr bewegende, emotionale Tätigkeit, die auf der einen Seite Freude macht, wenn man merkt, dass die Frauen tatsächlich auf die Hilfsangebote eingehen und auch um Hilfe bitten. Also es ist nicht so, dass alle Frauen von vornherein sagen, sie lehnen ihr Kind konsequent ab und sind überhaupt nicht zum Gespräch bereit. Da ist wirklich viel Not dahinter. Da ist eine finanzielle Not, da ist die Angst vor dem Alleinsein, die Angst davor, den Arbeitsplatz zu verlieren oder vor einer völligen Überforderung. Und es ist einfach sehr, sehr schön, wenn man merkt, man kann den Frauen tatsächlich Hilfe anbieten und diese Hilfe wird angenommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade, wenn man merkt, dass diese Hilfe abgelehnt wird und dass als erstes Argument angeführt wird, dass eine finanzielle Not da ist. Man bietet finanzielle Hilfe an und die Frau lehnt das ab, weil sie dann sich trotzdem einfach gegen das Kind entscheidet, ohne einen rationalen Grund. Das ist auch sehr, sehr traurig und schockiert dann auch. Und ja. Das nimmst du aber doch mit Sicherheit auch mit nach Hause, wenn dann die Frauen das ablehnen. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen sagen, statistisch, ist die Ablehnung höher als doch die Akzeptanz der Hilfe, das Annehmen, das sich helfen lassen? Es ist ehrlich gesagt schwierig, das statistisch zu sagen, weil sich nicht alle Frauen zurückmelden. Und wir wissen von einzelnen Frauen, dass sie tatsächlich sich dann für ihre Kinder entscheiden. Die halten einen dann auch auf dem Laufenden, schicken Fotos aus der Schwangerschaft oder wenn die Babys geboren sind. Ganz, ganz viele Frauen melden sich aber einfach gar nicht mehr. Da weiß man nicht, ob sie sich jetzt für die Abtreibung entschieden haben oder ob sie sich für das Kind entschieden haben oder ob sie sich vielleicht nochmal an eine andere Anlaufstelle gewandt haben und dort persönlich Hilfe bekommen haben oder was für Gründe auch immer. Das kann man leider nicht statistisch erfassen. In deiner Arbeit ist es natürlich auch so, dass man oft auf Menschen trifft, die vielleicht, nennen wir sie einfach mal ein bisschen sozial schwach. Ist es denn so, dass es tatsächlich mehr Frauen aus diesem Bereich sind oder kann man sagen, es ist eigentlich übergreifend? Es ist übergreifend. Es ist sehr schockierend, wie sehr Abtreibung auch in wohlhabenden Familien im Raum steht, wo dann der Hausbau Priorität hat oder die Karriere Priorität hat. Und bei sozial schwachen Familien ist es tatsächlich so, dass die Frauen gerne Hilfe annehmen, wenn man finanzielle Unterstützung anbietet oder auch durch persönliche Unterstützung wie Babysitterdienste, dass das angenommen wird und dass die reicheren Familien dann tatsächlich andere Prioritäten setzen. Das ist tatsächlich bemerkenswert. Also zieht wirklich dieses Argument, die finanzielle Geschichte eigentlich gar nicht. Also letztendlich ist es eine freie Entscheidung. Wie sieht das denn so für dich aus? Hat sich das im Laufe der letzten Jahre verändert? Ist das angestiegen oder hat es sich tatsächlich etwas, es ist ein bisschen vermindert? Gehen die Frauen doch wieder dahin und sagen ja zum Kind und ja für das Leben? Man erlebt beides. Also auf der einen Seite ist tatsächlich eine Entwicklung da, dass die Frauen wirklich ja zu ihrem Kind sagen, dass den Frauen bewusst ist, dass es von Anfang an ein Kind ist, das sich als Kind entwickelt und nicht aus irgendeinem Zellklumpen irgendwann dann mal so mit einem Fingerschnipsen ein Mensch entsteht. Auf der anderen Seite ist es durch den gesellschaftlichen Druck schwierig geworden und viele Frauen entscheiden sich dann gegen die Kinder, weil es schwierig ist zu studieren mit Kind, einen Arbeitsplatz zu bekommen mit Kind. Das ist eine Entwicklung, dass von Arbeitgeberseite und von gesellschaftlicher Seite allgemein da ein Druck aufgebaut wird. Entweder eben vom Arbeitgeber oder vom Umfeld, wo gesagt wird, du bist doch noch viel zu jung für ein Kind. Und die Frauen, die sich eigentlich von Grund auf für ihr Kind entscheiden würden und auch darauf freuen würden, dann durch diesen Druck sich doch dagegen entscheiden.
fehlt das Bewusstsein, dass dieses Kind ein Kind ist und nicht nur ein Zellhaufen? Ist das etwas, was wir vielleicht in unserer Gesellschaft doch etwas weiter, mehr Infos geben sollten, mehr die Frauen informieren, auch die jungen Frauen informieren? Ja, definitiv. Definitiv. Ich bin auch in Schulen tätig, also halte Vorträge vor Schulklassen über die Entwicklung des Kindes, über die Situation mit Abtreibung, was für Methoden es gibt und über die Zahlen und Fakten, also alles, was damit zu tun hat. Und es ist erschreckend, wie Oberstufenschüler und Berufsschüler geschockt im Klassenraum sitzen, weil sie erfahren, dass das ein Kind ist, weil ich Fotos zeige von ungeborenen Kindern, wie sie in der 12. Woche aussehen und dann wirklich die Reaktion kommt, boah, das ist ja wirklich schon ein Kind, das ist ja kein Zellklumpen. Also da fehlt tatsächlich was an Aufklärung für die Schüler.